Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Die Links zum Posting und den Artikeln packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Das National News Bureau of Thailand meldet heute am 24. Juni 2021 4.108 neu gemeldete Fälle, davon 2.835 inländische Fälle, 1.030 im Proactive Case Finding, 229 in Justizvollzugsanstalten und 14 importierte Fälle. Und die Anzahl der Menschen in Thailand, die bereits die erste oder auch schon die zweite Impfdose erhalten haben, beträgt 8.400.320. Der Falang.com berichtet, wann das CCSA das Sandbox-Modell bremst oder stoppt. Phuket Koh Samui, das staatliche Center for COVID-19 Situation Administration, kurz CCSA, schließt nicht aus, dass die Sandbox-Modelle für Phuket ab 1. Juli und für die Inseln Samui, Pangan und Tau in der Provinz Surat Thani ab 15. Juli überdacht und gestrichen werden müssen, wenn eines der folgenden Ereignisse eintrifft. Phuket hat mehr als 90 neue Infektionen pro Woche. Infektionen breiten sich über alle drei Bezirke oder sechs Unterbezirke von Phuket aus, wenn mehr als drei unverbundene Cluster gemeldet werden, wenn mehr als 80% der Krankenhausbetten in der Provinz mit Covid-19-Patienten belegt sind, bei einer unkontrollierbaren Ausbreitung einer mutierten Variante des Virus. Das CCSA will nach Schweregrad der Situation folgende Maßnahmen ergreifen. Die Anzahl der erlaubten Aktivitäten wird reduziert, abgesperrte Routen für Touristen, eine verpflichtende Hotelquarantäne, Überlegung, das Sandbox-Programm ganz zu beenden. Für Koh Samui, Koh Tao und Koh Phangan wird das CCSA die oben genannten Maßnahmen anwenden, wenn die Infektionen auf diesen drei Inseln die Kapazität des Koh Samui Hospitals übersteigen. Im Rahmen der Sandbox-Programme können Ausländer, die nachweislich gegen Covid-19 geimpft und negativ getestet wurden, nach Phuket fliegen und sich in der Provinz frei bewegen, ohne in Quarantäne gehen zu müssen. Nach einem 14-tägigen Aufenthalt in Phuket und wenn sie immer noch negativ getestet werden, können die Touristen dann in andere Teile Thailands reisen. Thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post berichtet. Wird Bangkok für 7 Tage gesperrt? Bangkok, die Vor- und Nachteile eines Vorschlags, Bangkok für 7 Tage zu sperren, um die steigende Zahl der Covid-19-Infektionen einzudämmen, müssen sorgfältig abgewogen werden, sagte der Sprecher des Zentrums für die Verwaltung der Covid-19-Situation, kurz CCSA. Der Sprecher des CCSA, Dr. Tavislip, sagte, der Lockdown-Vorschlag zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit in Bangkok sei auf der Sitzung des CCSA am Mittwoch, dem 23. Juni, erörtert worden. Der Vorschlag muss jedoch sorgfältig geprüft werden, fügte er weiter hinzu. Mit der Sperrung würden auch viele Unternehmen schließen und die Arbeiter würden in großer Zahl in ihre Heimatprovinzen zurückkehren, was nur noch mehr Übertragungen auslösen könnte, sagte Dr. Tavislip. Zitat, die Lockdown-Maßnahme hat ihre Vor- und Nachteile und muss entsprechend genau abgewogen werden, sagte er weiter. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet, wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Um nochmal kurz auf das Sandbox-Modell zurückzukommen, das ja dann theoretisch auch abgebrochen werden kann. Also hier sind auch wieder viele Faktoren, die man dann bedenken muss, wenn man sich entscheidet, ja, eine Reise anzutreten unter dem Sandbox-Modell. Und es kann vieles passieren, versiegelte Routen oder auch sogar die Hotelquarantäne. Was sagt ihr denn zu dem Ganzen? Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.